Shalom, Shalom. Ich grüße euch herzlichst aus Paraguay. Wir sind hier im Freien und da ist ein richtig lauter Tag. Aber es wird gleich leiser. Ich grüße euch herzlichst und lade euch gleichzeitig ein zu einem besonderen Event in Dresden von der Family Church. Der Pastor ist der Elia Wolf, ein sehr guter Freund von uns. Und der Ben Fitzgerald, der Pastor Daniel Exler und ich werden dort vom 5. Mai bis 7. Mai eine Konferenz geben. Let it rain. Das heißt, Herr, lass den Regen deiner Herrlichkeit auf uns fallen. Und da laden wir euch herzlich ein. Wir wissen, wir sind in der Endzeit. Wir wissen, Jesus kommt bald. Und Jesus kommt für eine Braut. Und wir beten, dass noch vorher, bevor er kommt, noch eine riesige Erweckung kommt. Und Millionen Menschen noch erkennen, dass Jesus Christus der Erlöser dieser Welt ist und dass er alles bezahlt hat, damit wir ewige Herrlichkeit mit ihm erleben dürfen. Wenn wir ihn aufnehmen, an ihn glauben, ihm vertrauen, ihm zur Verfügung stehen und einfach uns eins machen mit ihm. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. So lade ich euch ganz herzlich ein, der Ben Fitzgerald, der Awakening Europe begonnen hat, und der Pastor Daniel Exler, der ein sehr wichtiger Pastor im Missionswerk Strahlender Freude in Pforzheim ist, und ich, herzhafte Null Gottes, in der Jesus wohnt, laden euch herzlich ein. Wir wollen reich den Himmel auf die Erde reißen. Jahrelang haben wir gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und raus aus der Kirche und getan haben wir, oder gelebt haben wir, ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier. Das kommt zu einem Ende. Jetzt will Christus in uns, mit uns, durch uns den Himmel auf die Erde reißen. Und dafür müssen wir hören, was er uns sagt und tun, was er sagt. Glaube und Gehorsam ist jetzt der Schlüssel für die Braut Jesu Christi. Und so wollen wir gemeinsam uns eins machen, dass Millionen Menschen noch gerettet werden. Denn Deutschland hat so viel Gutes getan in der Welt. Wenn ich denke an Afrika, die 90% der Spenden für Afrika sind aus Deutschland gekommen. Und wir wollen die tüchtigen Deutschen nicht aufgrund ihrer Tüchtigkeit, sondern aufgrund des Erlösungswerkes Jesu Christi im Himmel sehen. Ja, kommt bitte vom 5. bis 7. Mai und anmelden kann man sich bei agape-fc.de. Und wir würden uns sehr freuen, euch dort zu sehen. Shalom, Shalom und noch einmal Grüße aus dem fernen Paraguay.